Das kenne ich gut. Klugscheiße. Guten Morgen. Hau ab. Jus. Hau ab. Guten Morgen. Hau ab, sag ich. Ei, schon so früh auf oder sollte ich sagen, noch so spät auf? Sag er, was er will. Sag er, was er will. Ja, ich sage nichts als guten Morgen und das verdient doch wohl, dass er just großen Dank drauf sagt. Die Kleine. Großen Dank. Großen Dank. Was gilt's? Der Major ist nicht nach Hause gekommen und er hat hier auf ihn gelauert? Was der Mann nicht alles erraten kann. Verpiss dich, du. Was? Was der Mann nicht, alles erraten kann. Ja, ich vermute, Ja, wer nichts wert, wer wert. Ey, ich will doch nicht hoffen, Herr Just, dass er von gestern her noch böse ist. Wer wird seinen Zorn über Nacht behalten? Einen ehrlichen Mann? Ja, der nicht gleich bezahlen kann, aus dem Hause stoßen, auf die Straße werfen. Ja. Meinen Herrn, so einen Mann, so einen Offizier. Den hätte ich aus dem Hause gestoßen? Auf die Straße geworfen? Dazu habe ich viel zu viel Achtung für einen Offizier, viel zu viel Mitleid mit einem Abgedankten. Mich notwendig... Schon zu viel, mein Herr. Ich bin Ihnen schuldig. Sie räumen mir in meiner Abwesenheit das Zimmer aus. Sie müssen bezahlt werden. Ich muss woanders unterzukommen suchen, sehr natürlich. Woanders? Sie wollen ausziehen, gnädiger? Nimmermehr. Er muss die Damen das Quartier wiederholen. Freund, nicht zwei dumme Streiche auf einen. Die Dame muss in dem Besitze des Zimmers bleiben. Just, höre, mache mir sogleich auch deine Rechnung. Wir sind geschiedene Leute. Wie? Wie? Was? Hier, nimm diesen Ring, die einzige Kostbarkeit, die mir noch übrig ist, von der ich nie geglaubt hätte, einen solchen Gebrauch zu machen. Soldat war ich, Soldat muss ich wieder sein, kurz im Vertrauen. Ich wandere nach Persien und unter seine königlichen Hoheit. Königliche Hoheit? Seit dem Debakel mit der Hertha sitzt er da höchstens bei der Hannelore auf der Tribüne. Spanien angelangt. Nun der Name, gnädiges Fräulein. Das
Barnhelm. Und Barnhelm? Kommt woher, gnädiges Fräulein? Von meinen Gütern aus Sachsen. Mich nicht weiter zu verhindern. Wenn ich die Arbeit fertig bin, will ich mir wohl sagen, dass er herkommt. Das nehmen an. Viehhause. Und wenn er dort nichts Besseres zu tun findet, dann wird er ja wohl auch kommen. Einen ihrer Liebe würdigen Mann und finden einen Elenden. So lieben sie mich nicht mehr und lieben eine andere. Oh. Der hat sie nie geliebt, der eine andere nach ihnen lieben könnte. Sie lieben mich nicht mehr und lieben auch keine andere. Unglücklicher Mann, wenn sie gar nichts zu nennen. Herr Freischulze. Herr Wachtmeister, höre ich am liebsten. Wachtmeisterchen. Ich habe hier einen Brief von dem Herrn Major an meine Herrschaft. Ich will es geschwind hereintragen und bin gleich wieder da. Will er wohl so gut sein und so lange hier warten? Ich möchte gar zu gern mehr mit ihm plaudern. Plaudert sie gern, Frauenzimmerchen? Nun, meinetwegen, ich plaudere auch gern. Dann warte doch. So, Nellen, eines für das Ringen sagt man keinem an. Aber ein Streich ist mir beigefallen, ihn wegen dieses Stolzes mit ähnlichem Stolze ein wenig zu mattern. Na, da müssen Sie ja wieder recht sehr ruhig sein, gnädiges Fräulein. Wenn Ihnen schon wieder Streiche beifallen. Ich bin es auch! Es ist eine nichtswürdige Kreatur, die sich nicht schämt, ihr ganzes Glück der blinden Zärtlichkeit eines Mannes zu verdanken. Falsch, grundfalsch. Wollt sie ihre eigene Rede in meinem Munde schelten? Sophistin, welches Geschlecht bestimmte die Natur zur Stütze des anderen? Beruhigen Sie sich, Tellheim, ich werde nicht ganz ohne.